Hallo, ihr Techies da draußen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute wieder einmal mit einem Talk Techie to Me und einem nicht ganz so erfreulichen Thema. Ich habe wie immer, wie jede Woche, drei Themen für euch rausgesucht und das erste davon ist ein ziemlich harter Brocken. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, ob ich dazu überhaupt irgendwas machen soll, weil das so kompliziert ist, dieses Thema. Aber ich glaube, man kommt nicht mehr drum herum. Und zwar geht es wieder einmal um Artikel 13. Ich weiß, jeder kotzt schon bei dem Wort, weil es einfach nur noch anstrengend ist, darüber nachzudenken und weil es so kompliziert ist und so kontrovers und jeder hat eine andere Meinung dazu und überhaupt und von Artikel 13 sollte zumindest jeder schon mal was gehört haben. Wenn nicht, dann verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung mal ein paar Links, über die ihr euch informieren könnt. Eigentlich will ich gar nicht so sehr auf Artikel 13 eingehen, beziehungsweise was da alles hinten dran hängt und so, sondern ich würde viel lieber die Neuigkeiten zu Artikel 13 euch kundtun. Vor ein paar Wochen hatte sich ja das EU-Parlament getroffen und wollte dieses neue Gesetz verabschieden. Dazu ist es aber nicht gekommen, weil unter anderem Deutschland und Frankreich und ich glaube noch 9 kleine weitere Länder dagegen gestimmt haben, weil man sich nicht einig werden konnte, was eine bestimmte Sache betrifft. Und die wurde jetzt diesen Freitag beschlossen. Zumindest im EU-Parlament. Man hat sich dann auf einen Kompromiss geeinigt, mit dem man dann in der kommenden Woche, also heute, wo ihr das Video seht, zum Europaparlament vordringen möchte. Und zwar befasst sich jetzt dieser kleine Kompromiss bei Artikel 13 mit kleineren Unternehmen, weil man eben da nicht wusste, okay, wie handhabt man das überhaupt? Da hat man sich dann eben darauf geeinigt, dass es für kleinere Plattformen eine Ausnahmeregelung gibt. Die lautet wie folgt, ob ich das jetzt alles zusammenkriege. Plattformen, die jünger sind als 3 Jahre, weniger Umsatz als 10 Millionen Euro im Jahr machen und weniger Nutzer als 5 Millionen Nutzer haben. Die sind von Artikel 13 ausgeschlossen. Aber sie müssen trotzdem einen Antrag darauf stellen, also sie müssen trotzdem eine Lizenz erwerben. Wenn diese dann nicht genehmigt wird, dann sind sie von Artikel 13 ausgeschlossen. Wenn sie genehmigt wird, sind sie in Artikel 13 drinne. Das etwas Kontroverse dabei ist, dass beispielsweise Foren, die sehr klein sind und da postet jemand ein Lied von einem Künstler, dann ist das natürlich auch wieder Eigentum von Dritten und da kommt dann wieder das Urheberrechtsgesetz in Kraft tritt. Also ihr seht schon, es ist super kontrovers, keiner weiß so richtig, okay, was geht ab. Jeder fragt sich, wie soll es überhaupt mit YouTube weitergehen? Man weiß es nicht. Man hat ja auch YouTube vorher nicht gefragt, hey, wie würdet ihr denn mit Artikel 13 umgehen, wenn das, das und das die Bedingungen sind? Es weiß halt keiner. Und ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit daran, dass jeder im Ungewissen lebt. Wir wissen nicht, wie das Internet danach aussehen wird. Und das wissen auch die Politiker nicht. Weil letztendlich liegt es ja bei YouTube, und das ist auch deren gutes Recht, zu sagen, hey, wir sind raus, Leute. Sorry, aber Content Creator wollen wir nicht mehr oder machen wir nicht mehr, weil uns das Risiko zu hoch ist, wegen Urheberrechtsverletzung haftbar gemacht zu werden. Und genau das ist auch das große Problem. Ich glaube, jetzt bin ich doch wieder zu tief in dieser Materie drin, diese automatisierten Upload-Filter. Man könnte ja jetzt annehmen, okay, technisch ist es ja eigentlich machbar. Wenn ich ein Video hochlade, in dem ein GIF ist, in dem ich ein Video anspreche von einem anderen YouTuber, in dem noch ein Bild ist, das ich beispielsweise gekauft habe, also verwenden dürfte, ich habe eine Lizenz dafür, dann weiß das aber noch lange nicht diese Upload-Filter-Maschine. Es wäre technisch möglich, dass ich diese Lizenzen beispielsweise, die ich für ein Bild bekommen habe, auch mit hochlade und sage, hier YouTube, schau, ich habe da die Lizenz dafür, alles in Butter. Leider wird das ja nicht in Betracht gezogen und ihr merkt es ja auch schon bei solchen Upload-Filtern oder Demonetarisierungsfiltern, Videos, die beispielsweise ja unliebsame Themen behandeln, auch Videos, die über beispielsweise Mobbing aufklären wollen, die werden dann demonetarisiert, weil das einen Demonetarisierungsfilter bestimmt. Wo sind wir denn hier? Und ich glaube, so wird es am Ende auch mit Artikel 13 aussehen, dass Maschinen einfach nicht hinterherkommen, das nicht richtig machen. Also ihr merkt, ich bin, ja, ich hab Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe Angst vor Artikel 13. Ich habe Angst, was mit YouTube passiert. Ich habe Angst davor, diesem Hobby nicht mehr nachgehen zu können. Und ich finde es unfassbar traurig, dass wir im Jahr 2019 da angekommen sind, dass wir über
die Zensur des Internets reden, über Upload-Filter, über Plattformen, die irgendwann nicht mehr genutzt werden können. Es macht mich wütend, es macht mich traurig, es macht mich ratlos. Ich weiß es nicht. Okay Leute, jetzt aber wieder gute Laune. Artikel 13 hat mich ein bisschen runtergezogen, aber wir wollen jetzt über ein anderes Thema reden, und zwar über Roboter. Und zwar meine Frage an euch mal neben diesem ganzen Artikel 13 Quatsch, da könnt ihr mir natürlich auch eure Meinung in die Kommentare unten schreiben, aber was haltet ihr denn von Elektroautos? Ich muss ganz ehrlich sagen, alles so, was jetzt so auf dem Markt ist an Elektroautos, Hybridfahrzeugen und, das sind alles so Übergangslösungen meiner Meinung nach, also die richtige, gute Lösung wurde noch nicht gefunden. Aber um diese ganzen Infrastrukturen, die so ein E-Fahrzeug eben auch mit sich bringt, mal voranzutreiben, beschäftigen sich ja jetzt viele Unternehmen mit diesen ganzen Ladesäulen, denn Elektroautos brauchen ja irgendwo ja Strom. Und da war in der letzten Woche die E-World-Messe und Innogy hat da einen Roboter vorgestellt, der Elektrofahrzeuge automatisch laden soll. Sprich, der Mensch muss gar keine Hand mehr anlegen. Also man parkt das Auto quasi davor und der Roboter macht alles von alleine. Dahinter steckt aber noch ein, ja, etwas zukünftiger Plan. Wir bewegen uns dann in einer Zukunft, in der Autos auch schon einen Autopiloten haben, also komplett autonom selber fahren können und sich dann quasi, wenn sie merken, ups, meine Batterie ist leer, dann zur nächsten Tankstelle oder zur Ladesäule bewegen, sich dann vor diesen Roboter zu stellen und zu sagen, hier, ich brauche Strom, und der Roboter macht den Rest. Das soll dann sogar nach einem Zeitplan ablaufen. Also man kann dann als Nutzer quasi in einer App gucken, okay, dieser Zeitplan gibt es am Montag und die Ladesäule hat morgens um 8 bis um 11 hat sie das Auto dran, um 11 bis um 13 Uhr ist das Auto dran, aber um 13 Uhr bis 15 Uhr, da ist noch was frei und da soll mein Auto dann zur Tankstelle hinfahren. Ich sag die ganze Zeit Tankstelle, es ist eine Ladesäule. Zur Ladesäule hinfahren und sich auftanken lassen. Auf Strom aufladen lassen. Das finde ich eigentlich ein ziemlich cooles Konzept, weil es so sehr Smart City-mäßig ist. Das mit der Autonomie ist ja noch so eine Sache. Wir sind ja erst auf Level 2 der Autonomie bei Tesla-Fahrzeugen beispielsweise, aber es geht ja hoch bis Level 5 und das ist dann vollautomatisch und da sind wir noch nicht. Sprich, das ist noch in ein bisschen weiterer Zukunft, aber an sich wäre das ein Konzept, über das man nachdenken könnte. So, zum Schluss noch ein locker leichtes Thema, und zwar geht es um den ersten Raspberry Pi Laden, der in der englischen Stadt Cambridge eröffnet wurde. Und da können natürlich Raspberry Pi Fans einfach hingehen und sich Bastelanleitungen, Gehäuse, Peripheriegeräte und kaufen. Und das Coole ist, dass man diese ganzen Raspberry Pi Modellvarianten auch direkt vor Ort ausprobieren kann, weil die da alle ausgestellt sind. Zwar kann man da nicht so groß rumbasteln, aber es ist zumindest nützlich, dann einen kleinen Einblick schon mal zu bekommen in das, was man vielleicht kaufen möchte. Und natürlich gibt es in diesem Laden auch allerhand von Merchandise, von Tassen zu T-Shirts bis zu sonst irgendwas. Also wer mal in England, in Cambridge ist, der kann ja da mal vorbeischauen. So Leute, das war's wieder mit einer Folge Talk Techie to Me. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schreibt mir eure Meinung zu den Themen, die euch interessieren, gerne unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen, das durchzulesen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann diese Woche noch wieder in einem neuen Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr dazu einschaltet. Und bis dahin, passt auf euch auf und macht's gut.